Heute gucken wir uns an, wie wir Dateien hochladen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie wir Dateien von unserem PC auf unseren Webserver kriegen. Das Ganze ist ziemlich simpel, aber wirklich wichtig. Wenn ihr daran denkt, wie oft musstet ihr im Web schon irgendein Profilbild hochladen? Wie oft musstet ihr schon bei irgendeinem Kontaktformular eine PDF, beispielsweise bei einer Bewerbung, anhängen? Wie oft musstet ihr. Irgendwo in einem Messenger ein Bild an Freunde schicken oder das neueste witzige Katzenvideo irgendwo uploaden. Deswegen etwas hochzuladen ist eine essentielle Funktion und die werden wir uns heute ansehen. Dafür gucken wir uns eine Library an, die das Ganze sehr einfach gestaltet und wirklich. Simpel, so dass man es das praktisch überall ohne größeren Aufwand nutzen kann. Man kann das Ganze natürlich auch selbst bauen, ist dann aber sehr aufwendig, sehr mühselig und lohnt sich in den wenigsten Fällen. Deswegen werden wir das nicht machen. Allerdings, wie gesagt, mit der Library ist das Ganze ziemlich easy. Deswegen legen wir damit auch direkt los. Für alle, die, die im Laufe des Videos Fragen bekommen, unten in der Videobeschreibung ganz oben steht wie immer ein Link zu Discord. Dort könnt ihr draufklicken, vorbeischauen und einfach mal eurer ja, eure Stimmungslage freien Lauf lassen. Was heißt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wenn ihr Feedback zu euren Projekten haben möchtet, fragt einfach. Die Community ist sehr nett, hilft sich gegenseitig und wir werden immer mehr. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Auf geht's. Viel Spaß. Los geht's. So los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, darum, wie wir Dateien auf unserer Webseite hochladen können. Das Ganze machen wir mit einer Library namens Filepond und diese Library ist wirklich gut dokumentiert. Also ich würde ohne Zweifel behaupten, dass eine der best dokumentierten Libraries, die ich bisher gesehen habe. Und ihr könnt sie überall verwenden, wie ihr hier seht, in Angular, React und so weiter. Und hier unten findet ihr sogar komplette Beispiele auf CodePen. Das ist wie gesagt extrem praktisch, weswegen ich auch heute kein eigenes CodePen mache, weil das würde sich einfach wiederholen und das macht alles keinen Sinn. Grundsätzlich bietet FilePond euch so etwas hier: ihr klickt hier auf Browse, wählt ein Bild auf, drückt auf OK. Das Ganze lädt sich hoch, ihr seht einen kleinen Animationsbalken und euer Bild ist hier reingeladen, wird direkt zugeschnitten auf in diesem Fall 200 auf 200 Pixel wird hier unten eingestellt im Prinzip und ihr seht hier direkt eine Preview oder in dem Moment sogar nicht nur eine Preview, sondern direkt den Upload in das Profil beispielsweise und das Ganze ist ziemlich easy. Wie gesagt, diese Library ist sehr gut dokumentiert, weswegen es heute mehr ein Walkthrough ist, also wie funktioniert sie grundsätzlich. Allerdings werden wir kein fertiges Element bauen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen was aus der Documentary zusammen kopieren, um zu sehen, okay, wie kann ich einen grundsätzlichen Upload mit Filepond machen. Und das Ganze ist ziemlich cool. Was heißt, hier haben wir beispielsweise so eine einfache Datei. Wenn wir jetzt mal auf die Documentation gehen, sehen wir hier, wie das Ganze funktioniert. Was heißt, wir müssen es erstmal mit npm einfach installieren und danach mit Import einbinden. Sofern ihr ähm, Webpack oder sowas nutzt, bei Galb geht das auch, wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt. Allerdings unten in der Videobeschreibung das Video, wie man Entwicklungsumgebung funktioniert, wie ihr beispielsweise so etwas hier korrekt einbindet. Unterstützt dieses Feature also CSS zu importieren aktuell noch nicht. Deswegen müssen wir uns im Prinzip hier oben den CSS von einem C, äh, von CDN kopieren und einfügen. Das Ganze habe ich hier schon mal gemacht, was heißt, hier ist der Link. Das Ganze kommentiere ich jetzt aus und damit haben wir die CSS hinzugefügt. Außerdem habe ich hier unten in der Function.js habe ich ebenfalls schon Filepont importiert. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und grundsätzlich ist jetzt unsere Version von FilePont auch schon fertig. weil ich das Ganze hier aktualisiere, sehen wir hier unten, wir haben hier Unseren, unser Input-Element, das hat den Type File, das hat außerdem die Klasse FilePont, den Name FilePont, das ist wichtig und wir akzeptieren halt aktuell nur Bilder und das nächste, was wir machen, ist, das im Prinzip etwas zu verfeinern. Und da wir das hier oben ja schon eingebunden haben, müssen wir jetzt nicht mehr sonderlich viel machen, sondern wir sagen, einen Konstruktor bzw. Eine, eine neue Variable, diese ist Input-Element und wir sagen Document query selector und sagen hier alle input Elemente und wer vor einigen Zeit bei CSS Selektoren aufgepasst hat weiß wir können jetzt machen eckige Klammern auf und zu hier drin müssen wir jetzt ge nee warte wir müssen erst schreiben type gleich doppelte Anführungszeichen file was heißt wir sprechen jetzt mit dieser Zeile Code auf unserer index.html alle Inputfelder an, die dem Type file angehörig sind. Was heißt, alle anderen interessieren uns nicht. Das nächste, was wir machen, wir sagen eine neue Variable, die heißt filepond-test und sagen hier filepond, weil wir das hier oben ja mit ansprechen können, was heißt, das ist unsere Funktion, die wir haben und hier wollen wir sagen create. Was heißt, erstelle uns etwas neues und etwas neues soll erstellt werden aus unserem input element Komma, und jetzt können wir noch einige variablen hinzufügen aber grundsätzlich wenn wir das so abspeichern und das ganze hier aktualisiert verändert sich das schon was heißt es ist jetzt schon ein fertiges filepond element und wenn ich jetzt draufklicke und beispielsweise den eisberg auswähle dann wird das hier schon hinzugefügt allerdings sollte jetzt in dem Moment noch nicht wirklich etwas passieren, weil wir haben es noch nicht mit einem Server verbunden. Was heißt, er kennt zwar es ist das Eisberg JPG, allerdings und es ist 3,2 MB groß, allerdings weiß er nicht, wohin das Ganze soll. Und wir machen das jetzt mal exemplarisch, sagen wir einfach filepond.setoptions äh, options so und sagen hier drin jetzt einfach server und sagen, es ist jetzt einfach nur das Verzeichnis Test. Er kennt weder die URL noch sonst irgendwas. Was heißt, wir können trotzdem nichts hochladen. Aber ab dem Moment kann er uns sagen, dass irgendwas mit dem Server nicht stimmt. Was heißt, in dem Moment sagt er jetzt Uploading und er sagt jetzt, hey, es funktioniert nicht. War ja zu erwarten, weil wir haben keinen Server aktuell. Das läuft einfach nur lokal bei mir. Da ist kein Server, keine Entwicklungsumgebung, nichts. Aber wenn ich hier beispielsweise einen richtigen Server verbindet, dann lädt er das hoch und dann wird das Ganze hier beispielsweise später grün und sagt, ähm, Successfully uploaded. Aber ich sage dir, man kann eine ganze Menge customizen und das werden wir uns jetzt angucken. Grundsätzlich, beispielsweise, wenn es um den Server geht, habt ihr hier eine gesamte Liste, die alles aufschlüsselt, wo, wie, was äh, passiert, welche verschiedene Methoden es gibt und so weiter. Ihr könnt das alles. Extrem einfach hier einfach nachlesen, was ihr machen möchtet, was ihr für einen Server habt. Beispielsweise hier sagt ihr, okay, das ist die URL, danach ist Timeout, es soll das alles passieren. Ihr werdet praktisch diese URL ansprechen über die Methode Post, dort werdet ihr ein bestimmtes Dokument ansprechen, beispielsweise ein PHP-File, was dann direkt das Ganze in eine Datenbank reinschreibt oder ähnliches. Das heißt, so könnt ihr das im Prinzip alles ziemlich easy ähm, ja, verarbeiten. Aber grundsätzlich können wir noch viel mehr. Was heißt, wenn ich beispielsweise sage, beim Style ist hier alles erklärt, was man umstylen kann und das ist so gut wie alles. Das Gleiche ist beispielsweise auch hier, wenn ich das eigentliche Dokument mir angucke, kann ich mir alles ausgeben lassen. Ich kann sehen, wo es hingeht, was damit gemacht wird und so weiter. Und wir können hier unten beispielsweise bei, äh, wo ist es? File müsste es sein. An nee, dem müsste, müsste hier unten sein, glaube ich. Beispielsweise bei Image Preview kann man sich alles anzeigen lassen und irgendwo hier müsste das, hatte ich vorhin noch gelesen, kann ich mir auch anzeigen lassen, bzw. alles ähm, umbenennen lassen, was ich an, ah, hier genau, hier zum Beispiel die ganzen Labels. Was heißt, ich kann sagen, was soll am Anfang da stehen, wenn zum Beispiel idle ist? Das kopieren wir uns jetzt einfach mal raus, sagen jetzt hier oben, okay, was passiert, äh, wenn es idle ist? In diesem Moment soll halt einfach das. Ist die Standard-Eidel-Meldung, was heißt, wenn ich die jetzt einfach hier hinterkopiere, wird diese halt so angezeigt. Wir können jetzt aber beispielsweise auch sagen: ähm, Test. Irgendwas. So, das speichern wir jetzt ab, gucken uns an, was passiert ist. Und hier drin steht jetzt was anderes. Und so könnt ihr praktisch alles direkt auf eure Gegebenheiten anpassen. Ihr könnt hier einfach rauskopieren. Okay, was passiert? Wie soll es gemacht werden? Hier könnt ihr die Icons austauschen. Was heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, was passiert, was wie sieht das Icon aus, wenn es removed werden soll. Beispielsweise statt so einem X auch so eine kleine äh, Mülltonne oder so etwas. Oder auch animierte SVG Grafiken könnt ihr hier verwenden. Beispielsweise für den Browse Balken und auch jede Menge Callbacks Funktionen, was passiert, wenn es hochgeladen wurde, was passiert, wenn es runtergeladen wurde, was passiert, wenn ein Fehler auftaucht und so weiter. Das könnte hier alles ansprechen, damit gezielte Funktionen ansteuern mehr oder weniger. Aber das wichtigste, was wir uns jetzt auf jeden Fall nur angucken sollten, ist, wie man diese Plugins verwendet. Grundsätzlich ist das ziemlich simpel, wir gehen jetzt einfach mal auf Image Preview. Und das hier habe ich schon gemacht. Was heißt, wir müssen das wieder mit npm installieren und hiermit wieder einbinden. Das kopiere ich mir jetzt einfach mal hier raus, gehe wieder in Atom und sage jetzt hier, ich möchte nicht nur File font einbinden, sondern halt auch diese Datei. Und das nächste, wir haben hier wieder eine CSS-Datei. Diese findet ihr auch hier unten unter cdn, was ich auch gemacht habe. Und. Bindet die praktisch auf uns eure Index ein. Die ist hier schon auskommentiert. Ich binde sie jetzt ein. Sage, okay, speichern. Ich möchte auch das hier speichern. Und wenn ich jetzt hier irgendwas hochlade, beispielsweise unseren Eisberg, dann passiert weiterhin nichts. Obwohl wir jetzt unser Image Preview installiert haben. Und das liegt daran, dass wir hier unten sagen müssen, zum Beispiel, Image, äh, Allow Image Preview. Und das müssen wir natürlich auf True setzen, weil standardmäßig ist das Ganze auf False. Das heißt, hier sagen wir jetzt einfach Allow Image Preview, sagen True, machen ein Komma dahinter, speichern das Ganze ab. In dem Moment, wenn es fertig ist, lädt es hoch. Wir wählen wieder den Eisberg aus, drücken OK. Wenn es jetzt hm, funktioniert, es noch nicht. Ah, natürlich. Wir müssen, wenn wir ein Plugin installieren bzw. genutzt haben, müssen wir das Ganze noch registrieren. Was heißt, File, Pont, Register, äh, Plugin natürlich. Und hier sagen wir jetzt einfach, wir haben hier ein Plugin, das möchten wir jetzt registrieren. Und hier hinterfährt ein Semikolon. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in diesem Moment, jetzt sollte es funktionieren, wenn ich hier den Eisberg auswähle, sehr das Eisberg korrekt vorgestellt. Ist dann hier oben so ein bisschen mit so einem schönen SVG-Grafik, ist das hinterlegt. Das könnt ihr natürlich ersetzen oder ausblenden, wie ihr möchtet. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn beispielsweise ein Fehler auftaucht oder es grün, wenn es funktioniert hat. Wie gesagt, wird in diesem Fall nicht funktionieren, weil kein Server verbunden ist und er es nicht erfolgreich hochladen kann. Er wird immer eine negative Meldung bekommen. Allerdings, wie ihr seht, geht das ziemlich easy. Und so könnt ihr hier unten alles machen. Ihr könnt das Bild resize, kriegt dann, wenn ihr das gemacht habt, diese zusätzlichen Befehle, beispielsweise Image Size Target oder Upscale oder Re Resizing, muss man erstmal deaktivieren. Ihr könnt hier unten auch Image Crop, was heißt, ihr könnt dann sagen. Okay, wir möchten das Ganze, das Bild jetzt einfach croppen, was heißt einfach links und rechts wegschneiden, dass es ähm, 1 zu 1 ist oder 16 zu 10 oder was auch immer, oder Image Transform. Dann bekommt ihr ein paar mehr Befehle und könnt das Ganze beispielsweise drehen, also spiegeln oder irgendetwas. Das ist ganz witzig. Oder File äh, Size Validation, also ihr könnt gucken, okay, wie groß ist das Ganze und dann bestimmte Funktionen ausgeben oder es auch runter skalieren. Das geht hiermit auch. Grundsätzlich, wie gesagt, kann man mit, diesem, mit dieser Library eine ganze Menge machen. Sobald man Dateien hochladen muss, mit Bildern natürlich ein bisschen mehr. Normale Dateien sind hier relativ langweilig, also irgendwelche PDF-Files oder irgendwas in der Richtung ist natürlich deutlich langweiliger zu bearbeiten als irgendein Bild. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das alles sehr einfach, sehr praktisch und auf jeden Fall mal ein Blick wert. Deswegen schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal auf deren Documentary vorbei und spielt damit mal etwas rum. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst wie immer einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unter in der Videobeschreibung wie immer Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Schaut vorbei, gebt euer Feedback ab und ja dort können wir gerne mal über alles reden. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unter Videobeschreibung einmal einen Link zu Amazon Affiliate und anderen Affiliate Partnern, wo ich etwas Geld bekomme, wenn ihr dort etwas einkauft beispielsweise. Ansonsten findet ihr dort auch Patron, das ist eine Webseite, wo ihr diesen Channel explizit unterstützen könnt und dafür Features bekommt, wie beispielsweise einen gratis Rang auf Discord, also einen Supporter Rang mehr oder weniger und andere Features. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, viel Spaß und bis dann, ciao.